Hallo und willkommen zum neuen Video von mir, dem Chef. Die Seite Crew of Thieves hat mal wieder ordentlich Data Mining in den Sea of Thieves Spieldateien betrieben. Es wurden erneut Skins gefunden, welche im Quellcode versteckt sind, aber bislang noch nicht zu erwerben sind im Spiel. Darunter sind auch weitere Kanonenskins für euer Schiff. Diesmal geht es auch ausschließlich um Skins für eure Schiffe. Bereits vor längeren sind Skins aus Versehen geleakt, welche zeigten, dass wir bald die Möglichkeit haben sollen, unser Schiff mit Hilfe von Kanonenskins und Ankern weiter anzupassen. Crew of Thieves konnte insgesamt 6 verschiedene Arten von Kanonenskins bergen. Da wäre zum einen der Papagei-Skin in 2 verschiedenen Varianten, einmal heller und einmal ein klein wenig dunkler. Dann die Ostwind-Skins ebenfalls in 2 Varianten. Darüber hinaus noch die bereits bekannten Skelett-Skins, die wir schon aus dem Leak-Foto kennen, und die neuen Kraken-Skins passend zu den kommenden Kraken-Anpassungen. Ebenfalls sehen wir auch 5 neue Galionsfiguren, eine passend zur Goldhorder-Fraktion und eine weitere, die perfekt zum Seelenohren passt. Auch hier begegnet uns erneut der Papagei, dieser ist auch schon im Artbook zu bestaunen, ebenso wie die Zeus-Figur. Die letzte Galionsfigur ist die des Skelettes. Bislang ist diese wirklich schöne Figur leider noch nicht im Spiel zu erwerben, auch im Artbook ist diese aber schon seit längerem zu bestaunen. Ein Video zeigt auch noch weitere Anpassungen, die den Anker betreffen. Dort sehen wir zum Beispiel einen Skin, der ganz klar mit einer Harpune ausgerüstet ist und ein paar andere haben zum Beispiel so Seepocken drumherum. Alles zusammen sind es wirklich sehr, sehr schöne Skins, auf die ich mich auch sehr freue. Am meisten freue ich mich allerdings über die Kanonenskins in der Hoffnung, dass sich die Schiffe allesamt bald stärker voneinander dann unterscheiden werden. Wenn ihr diese Bilder euch nochmal ganz genau angucken wollt, dann klickt in der Beschreibung einfach auf den Link, da kommt ihr direkt auf die Seite von Crew of Thieves und dann könnt ihr euch nochmal ganz in Ruhe anschauen, welchen Skin ihr persönlich am besten findet. Das war's schon soweit von meiner Seite, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und dann sehe ich euch an Bord, euer Chef.